Ich bin der Roberto González Monjas und ab der Saison 2024/25 bin ich neuer Chefdirigent des Mozarteum Orchesters in Salzburg. Ich möchte euch gerne auf eine Reise bringen. Wir haben ein CD mit Mozart-Serenaden aufgenommen und wie ihr seht, sind wir in Salzburg. Das Wetter stimmt nicht, aber ich wollte euch sowieso in diese Reise bringen und einfach euch zeigen, warum diese Serenaden komponiert wurden. Mozart hat gesagt, Salzburg ist kein Ort für mein Talent. Salzburg war aber eine außerordentliche musikalische Stadt. Nicht nur hier am Dom wurde Musik gemacht, jeden Tag, sondern auch in der Universität, im Operntheater oder bei privaten Konzerten, Symphonien und Kammermusik. Die sommerliche Zeit, nicht wie heute, war besonders geeignet, um Musik zu machen. Man konnte dann in freier Luft etwas spielen. Und bald entsteht in Salzburg eine sehr wichtige Tradition, die von der Serenaden. Wir sind jetzt in die Universitätsplatz. Hier hat eine der wichtigsten Serenaden stattgefunden. Jedes Jahr im Sommer hat die Benediktinische Universität die Graduation gefeiert durch eine Serenade. Die Musiker wurden zuerst für den Erzbischof in Mirabel und danach würden zurück hier mit einem Marsch spielen. Die ganze Bevölkerung würde hier warten und Musiker zusammen mit dem Studenten würden die Professoren und der Rektor würdigen mit einer Serenade. Und die Coloredo-Serenade, die wir aufgenommen haben, ist genau das. Ist eine Finalmusik, die Mozart für diesen Zweck, diesen sehr wichtigen Zweck im Sommer komponiert hat. Serenaden hat man aber nicht nur im Sommer gespielt. Es gibt auch Winterserenaden und die wurden auch aufgeführt, zum Beispiel in der Residenz. Hier wurde die Serenata Notturna zum ersten Mal aufgeführt. Es war geschrieben für die Faschingszeit in Salzburg. Und da, im großen Salon, wurden zwei kleine Orchester zusammengebracht. Diese Serenade ist explosiv, ganz kurz, aber voll mit Kreativität und wirklich einmalig in der Produktion von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich freue mich so sehr, dass unsere Serenadenaufnahme im August veröffentlicht wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bis bald!